Servus, mein lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir sind beim Mädchenturm und akzeptieren das Ganze. Mal gucken, was passiert. Ich bin gerade sehr verwirrt, dass wir irgendwo hinsegeln mussten für diese Bücheraufgabe. Also wir müssen ja jetzt den nächsten Massiv-Schlüssel finden und ab dann dürften wir eigentlich wieder was über Alta hier erfahren. Mal gucken, ob wir das alles in dieser Folge hinkriegen. Bin mir noch nicht sicher. Also es ist ein sehr grobmotorisches Schloss, dass man das mit diesem Haken aufbricht. Oh, wird das jetzt wieder so was Tomb Raider-mäßiges? So ein bisschen hier so durch so eine. Moon Knight Sky. Vielen Dank für dein Follow und willkommen im Imperium. Vielen, vielen Dank. Okay, ich glaube, das wird jetzt wieder so ein bisschen Tomb Raider-Style. Uiuiuiui. Schnell hoch da. Ich habe offensichtlich nicht allzu viel Zeit. Okay, hat's gepasst. Legend oder Anniversary. Okay, faszinierend. Ich weiß nie, wo ich hinspringe, wenn die Kameraperspektive so komisch ist, ne? Bin ich ja mal ehrlich. Aber irgendwie funktioniert es dann doch immer. Also es funktioniert besser als bei Tomb Raider Anniversary oder Legend. Da ist die Kameraperspektive nämlich ähnlich komisch, aber sie springt nicht dahin, wo ich hin möchte. Gut, meistens liegt der Fehler ja vor dem Rechner. Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es ein Bedienungsfehler ist, aber ich hatte da so meine Problemchen mit. Ganz gesehen, wo ich hin. Alter, hier erschreckt mich nicht so. Alter, hier sei schon Ezio. Alter, hier kommen wir gleich zu. Warte mal, ich. Okay, das wird jetzt sowieso nichts mehr. Wir warten jetzt mal eben kurz die 30 Sekunden und starten den Mechanismus dann nochmal neu. Und sonst so? Und kommt gleich wieder dieser Sound aus Assassin's Creed? Nee. Nicht dieser Sound, der einen sehr nervös macht, dieses, das so ein bisschen klingt wie so eine Sirene. Okay, das geht zu. Manchmal muss man einfach warten, genau. Manchmal lösen sich Probleme ja auch von allein. Gut, das hat sie jetzt nicht gelöst, aber man muss auch einfach manchmal wissen, wann man aufgibt. Das macht auch einen guten Strategen aus, oder? Einfach auch mal zu wissen, wann man aufgeben sollte. Und ich habe gesehen, das wird sowieso von der Zeit her nichts, also sollte ich aufgeben. Das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich weiß bloß nicht, wo ich hin soll. Das macht das Ganze jetzt nicht besser. Warte mal, kann ich einfach da jetzt rüberschwimmen und da rausklettern? Na gut, ich soll, glaube ich, hier gar nicht hin, oder? Das ist doch völlig falsch. Ich bin doch hier schon wieder komplett falsch. Ich muss irgendwo da hinten hin. Und wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal in Ruhe an. Also ich muss darüber.
Ezio klingt einfach so, als ob der absäuft, statt zu schwimmen. Warte mal, bevor wir den Mechanismus starten, möchte ich das Ganze einmal kurz als Trockenübung durchgehen. Gleiches Silvester. Kommt drauf an, wie wichtig ein dieser ist. Und hallo, Dino. Ja, du. Ja. Oh, I see. I see oder auch nicht. Wir gucken uns das mal eben als Trockenübung an. Bevor wir jetzt hier komplett hastig und gehetzt in die Sache rangehen. Nee, hier geht's auch nicht hoch. Bin ein wenig verwirrt. Ich muss ja irgendwie darüber kommen. Da komme ich nicht dran. Das hat nicht so gut funktioniert. Tito, ich hoffe, du hattest einen angenehmen Montag. Aber ich finde, die Frage klingt immer ganz furchtbar. Angenehmen Montag. Und ich hoffe natürlich, dass einige von euch Rückentag haben. Bei euch ist ja ein Feiertag. Mist, das war schlecht. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Oh, kein Problem, stimmt. Ja, ich habe noch ein bisschen Ausbaupotenzial auf jeden Fall hier. Das stimmt. Also Better Twitch TV Emotes. Ich meine, ich habe Better Twitch TV, aber ich habe die Emotes hier nicht irgendwie aktiv. Habe mich damit auch nicht beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe das Emote trotzdem. Ich glaube, man sieht es einfach nur nicht im eingeblendeten Chat und ich sehe es auch nicht in den OBS-integrierten Chat. Ich glaube, auf Twitch würde ich es dann tatsächlich sehen, aber ich bin mir nicht sicher. Im Kopf sehe ich es. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Ich meine, bis hierhin komme ich ja. Vorne haben wir halt eine Plattform, aber das ergibt ja keinen Sinn, dann Du kommst schon nicht von hier. Hör zu, ich bin der Auserwählte. Ich bin ein Krieger. Andi, was sonst? Vielen Dank fürs Geschenk-Abo an Lilly. Lilly ist jetzt auch wieder die Auserwählte. Und vielen Dank für das Geschenk-Abo an Tito. Tito ist jetzt auch wieder der Auserwählte. Du kommst schon nicht von hier. Hör zu, ich bin der Auserwählte. Mann, ich bin ein Krieger. Ihr macht mich heute richtig verlegen, was da los ist. Ich bin Jäger. Großwildjäger. Was sonst? Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Das ist ja ähnlich wie in der einen Assassin's Creed, sag ich schon, in der einen Heroes Edge-Folge, wo ich so komplett neben mir stand, wegen sowas. Ich weiß damit noch nicht so ganz umzugehen, aber vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Verrückt. Verrückt. Das sieht ein bisschen so aus, als ob ich hier hochkam, aber ich komme hier nicht hoch. Oder hänge ich mich hier gerade an etwas auf, wo ich gar nicht hin muss? Ja, doch, scheint so, als ob ich da hin muss. Hier komme ich ja auch nicht wieder raus oder sonst irgendwas. Komme ich hier irgendwie... Oh. Ja gut, aber das bringt mich ja jetzt. Das bringt mich ja jetzt nicht weiter, oder? Das bringt mich doch nur wieder zurück. Das bringt mich. Oder? Bringt mich das irgendwohin weiter? Ich meine, wir haben nur 45 Sekunden oder was sind das? Oh, ich glaube, ich habe mich echt an etwas aufgehangen, wo ich hätte nicht hingemusst, ne? Aber das ist okay.
Das kann das Spiel gut, das macht es sehr gut. Okay, wir müssen außen rum. Na komm, lass dich mal fallen. Ab ins Wasser. Okay, ab den Weg. Nicht dafür, oh doch, ganz genau dafür. Ist nicht selbstverständlich. Aber okay, gut. Nachdem ich mich jetzt sehr, sehr lange aufgehangen... Okay, 50 Sekunden haben wir jetzt trotzdem nicht so viel. Aber sollten wir jetzt hinkriegen, wo wir den Weg kennen? Mein Ezio ist ja ein sportlicher Typ, ganz im Gegensatz zu mir. Der kriegt sowas hin. Guck mal. Hälfte der Zeit. Easy. Erinnert mich ein bisschen, das ganze Level, erinnert mich ein bisschen an die Zisterne in Tomb Raider Anniversary, die man in Tomb Raider 1 sehr, sehr gut erkennen konnte, beziehungsweise andersrum, Tomb Raider 1 kam ja viel früher raus. Die Leute damals werden dann bei Anniversary die Zisterne sehr gut wiedererkannt haben, die wurde sehr gut nachgebaut dann. Aber das Gesamtlevel erinnert mich da gerade sehr stark dran. Hatte ich auch meine Problemchen mit bei der Zisterne. Muss ich hierher? Ich hoffe es. Ich mach mal wieder gerade komplett impulsiv und per Instinkt. Hat vorher nicht so gut geklappt. Ich hoffe, diesmal wird es besser. Ja, doch, das war. Diesmal hat mein Instinkt mich nicht getäuscht. Schön. Ich glaube, da haben wir jetzt den Massiv-Schlüssel. Hat aber funktioniert, was ich da gemacht habe. War nicht die feine Englische, aber es hat funktioniert. Schön. Mache ich als Mechaniker auch was. Nennt man übrigens Trick 17. Einfach mal gegentreten, wenn es dann doch nicht funktioniert. Also auch als gelernter Mechaniker macht man das dann noch so. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, was man dann so als Laie macht. Das machen dann auch ausgelernte und erfahrene Mechaniker. Einfach erstmal gegentreten, vielleicht setzt sich ja irgendwas und es funktioniert trotzdem. Es kam gerade einfach nur sehr stumpf von Ezio. Ich lieb's ein bisschen. Hier komme ich hoch, okay. Aber da habe ich doch keinen Massiv-Schlüssel gefunden. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Irgendein Mechanismus rattert hier, aber ich sehe keine Zeit, die abläuft, also... Mist! Ich wollte da hoch irgendwie... Na? Da? Da? Zum Reparieren einfach wogegen treten. Gut, sich vielleicht wenigstens erstmal noch den Mechanismus angucken, bevor man einfach willkürlich dagegen tritt. Ob es denn was bringt?
Ich will hier keine Garantie für nichts machen. Jetzt gerade nicht. Läuft der Mechanismus einfach gerade so ab, dass ich da überall hinkomme, oder? No! Ach, Mann, Ezio. Das war jetzt nicht so schlau. Das war schlauer. Dankeschön. Komme ich da jetzt schon so... Also in Tomb Raider würde ich jetzt übrigens speichern. Aber ich glaube, Ezio kann weit genug springen. Ich hoffe, das Spiel stürzt mir jetzt hier oben nicht ab. Ich habe das nämlich ganz gerne mal, dass das genau an solchen Stellen abstürzt. Bombenbasteln mache ich viel zu selten. Ich benutze sie auch in dem kompletten Spiel nicht. Die können bestimmt praktisch sein, aber irgendwie denke ich nie dran, die zu benutzen. Wir haben es am Anfang gelernt. Wie viel der Massiv-Schlüssel ist das jetzt? 4 von 5 Schlüssel. Boah, die kommen so gut rum gerade. Ohne ins Wasser zu fallen. Ja gut, okay. Ezio ist ja jetzt nicht aus Zucker. Wollen wir es mal nicht ganz so genau nehmen. Ich glaube, das Spiel wirklich komplett 100% zu machen, kann auch sehr frustrierend sein. Zu gut voran. Also jetzt nicht zu gut, aber wir kommen ziemlich gut voran. 4 von 5 Massiv-Schlüsseln. Wir haben um die 50% der Stadt aufgekauft. 53%. Hauptquest weiß ich nicht, wie viel wir da noch machen können oder sollen oder whatever. Also der entweder komme ich wirklich sehr, sehr gut in dem Spiel voran oder das Spiel ist einfach weitaus kürzer als die anderen aus der Ezio-Trilogie. Das weiß ich halt jetzt nicht. Ich meine, gut, Teil 1 kannst du relativ schnell durchrushen. Ich habe da mal eins. War damals in meinem letzten Stream vor meiner Work and Travel Zeit. Was ist denn in den gefahren? Die Wache interessiert sich auch gar nicht dafür, dass ich hier oben rumrenne. Schön. Schön. Okay, die interessiert sich dann doch dafür. Hatte ich mal einen Challenge Run bei Assassin's Creed 1 gemacht, ausschließlich mit der versteckten Klinge. Was manchmal halt ein bisschen tricky ist, weil du im Regelfall die Wachen im offenen Kampf erst zu Boden werfen musst, um sie dann abzustechen. Und den Challenge Run hatte ich innerhalb von 11 Stunden durch. Also ich würde behaupten, wenn du alle Waffen nimmst, das Spiel kennst und es ziemlich schnell durchspielst, kannst du das, ohne da jetzt wirklich einen krassen Speedrun draus zu machen, bestimmt in 6-7 Stunden durchspielen. Weil es ja doch sehr linear ist, also der erste Teil. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe es nie versucht, als Speedrun so in 6 Stunden durchzuziehen. Ich habe ja irgendwie mal Lust drauf. Einfach weil ich den ersten Teil auch echt sehr mag, auch wenn er sehr eintönig ist, aber ich mag ihn irgendwie. Irgendwie gefällt mir die Story da sehr, sehr gut. Vor allem, weil man sehr viel Hintergrundkram erfährt. Der erste Assassin's Creed Teil, nicht der erste Ezio Teil, also nicht Assassin's Creed 2, sondern ich meine wirklich... Ich darf hier nicht rein, okay. Ich meine wirklich Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 2 ist dann doch noch eine ganze Ecke größer. Ich glaube Assassin's Creed 2 habe ich da länger für gebraucht wie für Brotherhood? Ich glaube wohl. Bin mir aber nicht sicher. So, überziehen wir die Folge jetzt und gucken uns den Altair-Teil noch an oder machen wir da jetzt einen Cliffhanger drauf für den nächsten Stream? Eigentlich waren die Sachen nie so groß, ne? Cliffy? Machen wir einen Cliffhanger draus? Es sind jetzt genau 20 Minuten die Folge. Mit Ankündigung. Ich glaube, wir machen da wirklich einen Cliffhanger draus. Ich muss mal gucken, vielleicht streame ich diese Woche sogar nochmal Assassin's Creed. Kann sein.
Ich habe den Plan nämlich noch gar nicht erstellt. Ich habe den Plan noch nicht erstellt. Da werde ich mir gleich mit Lilly beim Essen Gedanken zu machen. Deswegen kann ich auch nicht noch eine Folge aufnehmen, weil wir nämlich gleich essen. Ich werde aber gleich eben kurz noch fix die Fragen an die stellen, wegen den Astronauten. Ich brauche, um den Charakter zu erstellen, und dann mache ich den Nachessen eben fertig. Hat er genug Zeit zu antworten. Machen wir beim nächsten Mal. Mal gucken, ob wir diese Woche noch Assassin's Creed spielen. Vielleicht. Wie jetzt das Ende? Ja. Ich meine, ich bin jetzt seit 3 Stunden 20, 3 Stunden 18 dabei. Ihr wisst doch, unter der Woche meistens nicht mehr als 3 Stunden, weil ich... Gut, okay, heute habe ich viel geschlafen. Heute habe ich einfach mit dem Kater auf dem Sofa einfach... Bin ich einfach am Pennen gewesen. Wie ist die Zeitverschiebung zu euch? Eine Stunde. Also 22.19 Uhr ist das jetzt bei euch. Bei uns. Bei euch müsste es 21.19 Uhr jetzt 20 sein. Wir sind osteuropäische Zeitzone. Und ihr müsstet MEZ, also mitteleuropäische Zeitzone sein. Auf jeden Fall machen wir dann hier beim nächsten Mal weiter für die YouTube-Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle Links zu Social Media und auf Twitch. Dort könnt ihr bei eskalierenden tollen Leuten auf Twitch live dabei sein. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das muss man auch nochmal öffentlich im YouTube-Video sagen. Dankeschön. Und bis dahin viel Spaß mit den Videos. Euer NekoTube. Cheerio.